Die Bewegung von ihm, das ist schon richtig gut. Stadt und Club unzertrennlich miteinander verbunden. Hoffenheim schlagen heißt es am Sonntag, also in erster Linie Maxi Bayer bremsen. Gute Taten lohnen sich offenbar. Das ist der Maulwurf, den Dino Toppmöller an seinem ersten Arbeitstag in die Freiheit gebracht hat. Und vielleicht war es ja derselbe, am besten wir nennen ihn Grabi, der uns in Heidenheim das Tor zum 1:0 ermöglicht hat. Mit dem 2:1 am Ende behalten wir Platz 6 in der Bundesliga und haben nun gegen Hoffenheim ein direktes Duell um die internationalen Plätze. Und genau auf dieses Spiel werden wir euch vorbereiten. Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Gute zusammen. Heute im Blickpunkt Schlüsselspieler wie Nielsen Kunku, wie Omar Marmoush, aber auch Hoffenheims Maxi Bayer. Außerdem gibt's Bilder vom Pokalfight der Frauen und natürlich feiern wir in dieser Woche 125 Jahre Eintracht Frankfurt. Zum Jubiläum gibt es ein Jubiläumstrikot, bekommt ihr auch im Fanshop. Anschauen könnt ihr es euch am Sonntag im Stadion, denn die Mannschaft wird es anhaben. 17:30 also gegen Hoffenheim. Das ist in der Tabelle ungefähr im Gleichschritt mit uns. Wir sind seit Wochen auf Platz 6, Hoffenheim lange Achter, jetzt Platz 7 vorgerückt. Nur noch 4 Punkte hinter uns, weil einer trifft, den man vorher gar nicht so kannte. Maximilian Bayer, 12 Tore in dieser Saison. Und wir fragen uns natürlich vollkommen zu Recht, wo kommt der Kerl eigentlich her, Lars Weingärtner? Maxi Bayer, ein klassisches Beispiel von behutsam und sinnvoll aufgebaut. Hoffenheim holte den gebürtigen Brandenburger als 15-Jährigen in den Nachwuchs. Dann ging's schnell. Bundesliga-Debüt mit 17 gegen den SC Freiburg. Es folgte eine Saison mit Hoffenheims U19 und Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Den Schwung zum Durchbruch holte er sich in 2 Jahren bei Hannover 96. 63 Spiele, 10 Tore in Liga 2. Dann zurück ins Oberhaus und nun startet er richtig durch. Gerade läuft sehr gut. Natürlich ist ja nicht nur allein mein Verdienst. Die Mannschaft setzt mich super in Szene und ja, momentan läuft sehr gut. Bayer ist praktisch der Marmoush von Hoffenheim. Der Mann, der die wichtigen Tore macht. Es ist kein Zufall, dass beide im Hinspiel trafen. Seit dem Premierentreffer gegen Heidenheim traf der 1,85 große Stürmer 12 Mal. In seiner Altersgruppe hat in den weltbesten Ligen nur Jude Bellingham häufiger getroffen. Zuletzt erzielte Bayer 2 Doppelpacks am Stück, holte die Siege in Dortmund und gegen Bremen fast im Alleingang. Ich muss mich manchmal echt ein bisschen kneifen, dass es so gut läuft, aber ich probiere den Flow einfach von Woche für Woche mitzunehmen. Ein Flow, von dem viele sagen, der geht bis zur Europameisterschaft. Klar, junge Stürmer, die konstant treffen, haben wir nicht viele in Deutschland. Das ist ein super Typ. Ich glaube, man sieht es auf dem Platz. Bringt einfach was mit, was nicht viele haben. Dieses Drahtige, einfach dieses schnelle 1 gegen 1. Und hat diesen Torriecher einfach. Und deswegen, wir sind sehr froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Und ist ein toller Mensch auch. Er schießt Tore, ja, ist klar. Und ist brutal schnell, aber er arbeitet. Der arbeitet, der geht immer drüber. Der arbeitet defensiv, er sprintet immer wieder an, ist im Gegenpressen extrem aktiv. Und das macht ihn extrem wertvoll für jede Mannschaft. Eine Mannschaft, die noch näher ran will an unsere Eintracht und die das gleiche Ziel hat. Ja, wir wollen natürlich bis zum Ende der Saison mitkämpfen. Wir wollen, na klar, ist unser Ziel, nächste Saison europäisch zu spielen. Also ist noch alles offen. Wir geben unser Bestes. Hoffenheim schlagen heißt es am Sonntag. Also in erster Linie Maxi Bayer bremsen. Denn wir Hessen lassen uns ungern von einem Bayer ärgern. Erwin Skela ist da. Herzlich willkommen, Erwin. Hallo, Marc. Weltweit in den Top-Ligen. Bei dieser Altersklasse, 20, 21 Jahre, hat nur Jude Bellingham häufiger getroffen als Maxi Bayer. 16 Mal, wenn man nicht vorher abpfeift. Das ist schon ein Brett, oder? Ja, das höre ich zum ersten Mal. Aber dann natürlich, wenn man vergleicht mit Bellingham und so einem Mann, das ist schon, oh Achtung, und das ist schon so ein junger Mann, dass er auch so viele, auch in ganz Europa jetzt in diese Statistik hat, das ist schon fantastisch. Ist er einer für Deutschland? Viele sagen das. Ja, in den letzten Spielen, wie das der Junge macht und auch in Deutschland jetzt in der Sturm hat er Riesenprobleme. Auch das ist ein anderer Spieler, der auch dann sehr gut dann Deutschland helfen kann, der Bayer M. Das ist der Marmoush von Hoffenheim, hieß es vorhin im Beitrag. Ganz klar deshalb, weil natürlich die Tore von beiden wichtig sind für die Mannschaften. Deshalb stehen sie so weit oben. Und in der Tat sind die Zahlen relativ ähnlich. Bei Omar Marmoush kannst du international noch Tore dazu nehmen. Maxi Bayer hat noch den einen oder anderen Elfmeter rausgeholt, auch wenn er den gegen Bremen nicht bekommen hat. Aber das große Thema ist natürlich Tempo. Speed, 10. in der Bundesliga, 14. in der Bundesliga.
Ja, das sind Spieler, die beide für ihre Mannschaften sehr, sehr wichtig sind. Man sieht auch die Statistik jetzt hier, was alles von dem Toren her und auch von dem Sprintmeter. Und das ist auch so eine Sache, dass beide Spieler, ich finde, sind ähnliche Typen, schnelle Typen, die sehr gut in der Tiefe gehen. Aber wenn ein bisschen der Unterschied ist, mag meine Meinung ja immer, das ist schon, einer ist schon auch von dem Körper her leichtfüßig, der andere ist schon Mamouschnende, der Power hat, der in den ersten 3-4 Metern richtig guten Speed hat. Und deswegen dieser kleine Unterschied, aber letztendlich sind beide Typen, die ja sehr schnell sind und sehr gut in der Tiefe gehen. Zwei, die man schicken kann. Ja, man hat im ersten Spiel auch mal gesehen, dass die, wo wir 3-1 gewonnen haben, beide Tore, 1-0 für Offenheim und 1-1, da haben die beide geschossen, das letztendlich von langer Ball. Bayer geht da, setzt sich gut durch, chippt den Ball über unseren Torhüter und man muss das Gleiche, setzt sich auch gut durch, langer Ball von unserem Torhüter damals und dann haben wir auch 1-1 und endlich. Und dann kann er auch Wochenende, wir müssen da aufpassen und andere Seite müssen wir das nutzen. Einer, der beispielsweise Omar Mamouche in Szene setzen kann mit seinen Pässen, ist Nielsen Kunku. Nach dem Spiel gegen Leipzig haben wir ihn schon mal analysiert und damals haben wir uns gefragt, kann sowas häufiger vorkommen, solche Leistungen? Klare Antwort, ja, hat sich stabilisiert, ist sehr konstant. Warum bringt er uns gerade so sehr weiter? Ja, zuerst muss man sagen, dass der Junge jetzt von Anfang bis jetzt hat für mich erstmal offensiv, wir wissen schon, was für Qualitäten den Kunku hat. Er hat einen super linken Fuß, schnell. Aber er hat sehr gut in der Defensive jetzt auch verbessert und deswegen seine Leistung auch jetzt sehr, sehr gut und zuletzt auch in Heidenheim ein super Tor geschossen. Von daher, es hilft uns sehr, sehr viel weiter und auch seine Einwechslung, nicht nur, wenn er von Anfang an gespielt hat, sondern seine Einwechslung auch in Gladbach oder wenn ich auch dann andere Spiele denke, das hat er auch sehr viele Tore vorbereitet und das ist schon ein sehr wichtiger Mann für uns. 3 Tore, 3 Vorlagen für einen Linksverteidiger, top. Eintracht übrigens Platz 4 nach Scorerpunkten aus der Abwehr. Ist auch eine Statistik, die nicht jeder drauf hat. Wir schauen mal in die Offensive. Nielsen Kunku in Heidenheim hat er auf 2 Positionen gespielt. In der ersten Halbzeit eher offensiv. Ja, wenn man die Szene sieht, hier ist natürlich, du sprichst das gerade, Marc. In der ersten Halbzeit hat er schon hinten der hat ein bisschen offensiver gespielt, weil er hinten Max gespielt hat. Und das ist schon ein bisschen eine andere Position. Dann weiß er auch schon, hinter mir ist schon jemand und da kann ich ein bisschen eine offensive Aktion. Und wenn er jetzt kurz stoppt, man sieht auch vorher schon diese Bewegung von ihm. Das ist schon richtig gut. Der zieht erstmal den Gegner mit einem kurzen Lauf nach vorne und dann kommt er kurz hingegen. Und das heißt, für einen offensiven Spieler ist es sehr, sehr wichtig, wenn er Doppelbewegung macht, weil der Gegner erstmal zieht den weg und dann hat er diesen Raum, was er auch braucht, den Ball einfach frei zu nehmen und dann diese 3-4 Meter, dann hat er und dann einfach so aufzudrehen und dann in seine Geschwindigkeit zu kommen. Und dann jetzt hier, man sieht schon, andere Spieler hätte den Ball gar nicht bekommen, aber dadurch. Und das sind auch diese frechen Momente, was er auch immer hat in seinem Spiel. Der spielt sehr befreit, dann spielt er durch die Beine, dann sitzt er sehr, sehr gut durch. Auch so, wenn es man denkt, er ist der Ball verloren. Er hat eine sehr gute Koordination da und dann macht er einen Chipball dann auf der, so eine Flanke. Und das ist immer gefährlich. So ein Schuss Anarchie, den er mal hat. Ja, genau. Und jetzt das kommt Tor auf die macht allerdings Szene. Als Linksverteidiger. Auch wieder gute Positionierung, wenn wir uns die Video nochmal sehen, das ist schon sehr, sehr gute Positionierung, der kommt da hoch. Natürlich, wir sind auch mit vielen Leuten dann im 16er, aber wenn man die Szene sieht, dass er auch, ist ein Moment, wenn er den Ball hat auf dem Fuß, jetzt kurz Stopp, so. Der sieht schon in dem Moment, jetzt ist meine Chance. Ich habe 1 gegen 1, ich habe super Tempo, ich muss auf meinen linken Fuß den Ball irgendwo hinbringen, auf meinen starken linken Fuß und dann abziehen, gucken nicht links oder rechts, wo ist der freie Mann, sondern wir haben immer oft gesagt, wir müssen auch mal schießen, wir müssen in den 16er kommen. Natürlich jetzt, der Abwehrspieler macht einen Fehler, der lässt den bis zum 16er rein, aber stark gemacht und Torhüter sieht den Ball gar nicht in der kurzen Eck natürlich und dann super gemacht und das war sehr, sehr wichtig für uns. Der linke Fuß ist eine richtige Waffe. Wir haben sicherlich ein offenes, ausgeglichenes Spiel am Sonntag. Dieser Überraschungseffekt, kann das so der Kick sein, der einen Unterschied ausmacht? Ja, absolut. Wir haben noch viele Spieler, diese Überraschung. Aber gerade jetzt hier über linke Seite, wir haben im Moment auch sehr, sehr gute Szenen. Nicht nur Torgefährlichkeit, sondern auch gute Flanken, auch aufs Halbfeld. Wenn ich auch nochmal dran denke, Leipzig, super Flanke zum Knauf. Und das sind die Momente, wo wir Offenheim knacken können, weil die sind hinten. Ja, von meinen Begriffen, da sind die schwach. Erwin, vielen Dank für die Analyse. Vielen Dank. Und wir schauen uns jetzt viele Tore an und feiern Erfolge in den News.
2 Siege in letzter Minute gegen Kaiserslautern und Heidenheim. In Nürnberg nach 2:4 noch 4:4 gespielt. Die U17 bietet aktuell Spektakel pur. Und jetzt gibt's das Topspiel gegen den VfB Stuttgart in der B-Union-Bundesliga. Die Schwaben liegen 3 Punkte hinter der Eintracht auf Platz 3 und haben in den letzten 3 Spielen sogar 13 Tore erzielt. Und weil man dieses Spiel am Samstag um 13 Uhr nicht verpassen sollte, übertragen wir es bei Eintracht TV für alle im Free. Auch einige personelle Ausfälle können die Tischtennis-Cracks der Eintracht nicht stoppen. Im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund gab es einen deutlichen 8:2-Sieg und damit praktisch den Aufstieg in die dritte Bundesliga. In Gefahr wäre es nur, wenn die Adlerträger alle 3 anstehenden Spiele noch verlieren würden. Aber selbst dann ist der Vorsprung mit 34 mehr gewonnenen Spielen gegenüber Dortmund noch riesengroß. Deshalb sagen wir herzlichen Glückwunsch zum 5. Aufstieg seit 2017. Der Titeltraum der Eintracht-Frauen lebt. Im DFB-Pokal-Viertelfinale ließen die Adlerträgerinnen dem MSV Duisburg nicht den Hauch einer Chance und siegten deutlich mit 4:1. Lisanne Gräwe, Lara Praschnika, Nicole Anjomi und Shikira Martinez sorgten für das deutliche Ergebnis. Ich muss sagen, die erste Halbzeit war super. Es war sehr anstrengend. Aber wir haben jetzt auch die Chancen endlich verwertet und die Tore gemacht. Das freut mich sehr und jetzt können wir weiter gucken. Mit dem Sieg stehen die Frankfurterinnen zum ersten Mal seit 3 Jahren im DFB-Pokal-Halbfinale. Dort müssen sie allerdings auswärts antreten. Ende März geht's zu den Frauen des FC Bayern München. Nicht nur am letzten Märzwochenende wollen wir die Bayern ärgern, schon an diesem, denn am Samstag 13 Uhr das Topspiel der Google Pixel Bundesliga, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, den Tabellenführer. Ja, das wird eine tolle Sache. Über 4000 Tickets sind schon weg, also holt euch die letzten Karten. Aber egal wie das Ganze ausgeht, es wird gefeiert in dieser Woche, 8. März 1899, der Tag der Vereinsgründung, also 125. Geburtstag von Eintracht Frankfurt. Vom Riederwald über das Bankenviertel bis hinaus in den Stadtwald. Der Herzschlag der Eintracht ist überall zu spüren. Ein Club so facettenreich, so wunderschön, so wild und so einzigartig wie seine Heimat. Frankfurt und die Eintracht, Stadt und Club, unzertrennlich miteinander verbunden. Wer der Eintracht einmal verfallen ist, der trägt sie in sich. Mit all ihren Emotionen, mit all den denkwürdigen, den wunderbaren, aber auch all den dramatischen Momenten. Eintracht Frankfurt ist eine Familie. Eine Familie, die für Vielfalt steht. Im Sport, aber auch gesellschaftlich. 125 Jahre. Mit dieser Mischung aus bewegter Geschichte und ambitionierten Zukunftsvisionen fasziniert sie uns jeden Tag aufs Neue. Und sie wird es auch weiterhin tun. Man kann behaupten, man hat Tradition seit 1899 oder man kann sie halt einfach leben. Genau das machen wir. Die ganze Dokumentation gibt es bei Eintracht TV und bei YouTube. Außerdem zu empfehlen der Podcast Eintracht vom Main mit Matze Thoma, unserem Museumsleiter. Da geht's ganz tief rein in die Geschichte. In diesem Sinne, auf ein erfolgreiches Wochenende. Das war im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Wir freuen uns auf euch am Sonntag gegen Hoffenheim. Das war's für heute. Im Herzen von Europa wurde euch präsentiert von Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt.